Digga, so ein raffinierter Hund. Hi Leute, wir haben uns heute hier zusammengefunden, mal auf der Couch zur Abwechslung und spielen eine Runde Wahl, Wahrheit oder Pflicht, nur ohne Wahl oder Pflicht, sondern einfach nur die Wahrheit. Weil Sveti hat nämlich im Laufe der letzten Monate aus sämtlichen Quellen irgendwelche Fragen, die uns gestellt worden sind, die uns mal stellen durfte, zusammengesammelt und hat davon sich die geilsten Fragen ausgesucht und ich habe schon gesehen, sie hat da auf jeden Fall irgendwie selber noch drin rumgemalt. Ein paar Fragen vorbereitet und heute stehe ich euch Rede und Antwort. Warum hast du den Kanal gemacht? Ganz einfach, ich habe das schon mal im 100-Abonnenten-Spezial, das kommt mir vor, als wäre es vor 1000 Jahren gewesen, gesagt. Ich wollte mir einfach noch ein weiteres Standbein schaffen, mich mit meinen Brettspielen zu beschäftigen. Wenn man mal keinen hat zum Spielen und wenn man keine Lust hat, irgendwie zu bemalen, dann habe ich gedacht, könnte man noch einfach lockerflockig mal ein bisschen rum-YouTuben. So, was sich das entwickelt, hätte ich natürlich niemals gedacht. Was war dein erstes Spiel? Was mein erstes Spiel gewesen ist? Da müssen wir es differenzieren. In meiner Kindheit, ich glaube tatsächlich, mein allererstes Spiel, was mir geschenkt worden ist, ist Siedler von Catan gewesen. Danach kam die Claymore-Saga, dann kam Drunter und Drüber. Aber mein erstes Spiel kann ich gar nicht so einfach ganz genau sagen. Aber mein erstes richtiges selber Spiel, was ich mir gekauft habe, war damals tatsächlich mit 12 habe ich das Schwarze Auge Grundregelwerk mir gekauft. Von meinem Geld, was ich Weihnachten geschenkt bekommen habe und bin dann in den Spielzeugladen und ich kann mich heute noch an diesen geilen Geruch erinnern von dieser Druckerschwärze. Ich weiß nicht, wenn man diese Box aufgemacht hat, so, das hat sich in meinem Kopf eingebrannt. Richtig geil. Ihr könnt ja unten mal reinschreiben, was euer erstes Spiel gewesen ist. Babab, hier unten in die Kommentare, Leute. Was hältst du von Leuten, die deine Videos scheiße finden? Leute, ihr dürft meine Videos scheiße finden. Sehr gerne sogar, weil ich kann auch verstehen, ich finde manche von euren Videos auch scheiße. Dann, gut, das ist halt eben einfach so. Jeder guckt sich nicht alles immer gerne an. Ne? Für jeden gibt es halt eben den passenden YouTuber. Und natürlich dürft ihr sehr, sehr gerne auch meine Videos scheiße finden und ihr müsst meine Videos auch überhaupt gar nicht gucken. Wer drückt bei dir die Daumen runter? Das ist eine gute Frage. Wer drückt bei mir die Daumen nach unten? Ich glaube tatsächlich, dass das eine Mischung aus Kollegen ist und Leuten, die ich halt eben schon verprellt habe. Also alles in allem Leute, die mich nicht leiden können. Aber auch alles keine Leute, die random auf den Kanal kommen, sondern alle verstecken sich quasi zwischen den Abonnenten, sag ich mal. Die haben auch die Glocke eingeschaltet, um bei mir den Kanal down zu voten, meine Videos. Drückst du denn bei Kollegen manchmal den Daumen runter? Ist schon vorgekommen. Euro oder Amitrash? Amitrash Games finde ich, glaube ich, nach wie vor immer noch irgendwie einen Ticken geiler. Obwohl Eurogames sich bei mir auch schon eine richtig geile feste Position erkämpft haben. Welchen Kanal guckst du am liebsten? Meinen. Welchen anderen Kanal guckst du am liebsten? Meinen. Wann gehst du auf Tour? Gute Frage. Wann gehe ich auf Tour? Noch ist nicht so weit. Es gibt noch keine konkreten Tour-Daten, aber man weiß ja nie, wenn es dann soweit ist, sage ich euch auf jeden Fall Bescheid. Warum trinkst du bei deinen Videos manchmal Bier? Tue ich doch gar nicht. Sieht man dich irgendwann mal im Fernsehen? Ob er mich mal im Fernsehen sieht? Leute, ich war schon im Fernsehen. Ich bin schon zweimal im Publikum von einer Talkshow gewesen. Und wir waren, als wir auf der BerlinCon waren, waren wir in der Spielwiese und sind vom ZDF interviewt worden. Und ich war schon bei Schmidt und Pocher. Und das gibt's auch auf YouTube. Kannst du für mich Security ein bisschen machen, weil hier die Leute sehr durchdrehen, wenn ihr unterwegs bist? Kein Problem. Ich ziehe jetzt für dich durch. Du brauchst Schutz und kriegst es. Entschuldigung, gehen Sie mal bitte ein Stück zur Seite. Und tatsächlich gibt es auch vielleicht zukünftig Pläne, weil einer von euch Nasen hat Svetlana und mich in einer Fernsehshow angemeldet. Und die haben sich tatsächlich bei uns schon gemeldet. Und wenn da mal was draus wird, Gott bewahre, dann wisst ihr auch als erstes Bescheid. Lasst ihr euch von Ideen aus der Community inspirieren oder habt ihr ein Skript, nach dem ihr euch richtet? Wir skripten hier gar nichts. Wir lassen uns natürlich von Ideen aus der Community inspirieren, aber ganz oft haben wir einfach auch selber verrückte, schräge Einfälle und dann setzen wir uns einfach hin und realisieren das und dann, strahlen wir es einfach raus. Wie kommen euch Ideen für neue Folgen? Auf verschiedene Arten und Weisen.
Ideen kommen uns, also mir kommen oft Ideen unter der Dusche, dann stehe ich unter der Dusche, mir fällt wieder irgendwas Schwachsinniges ein oder beim Autofahren fallen mir ganz oft irgendwelche Sachen ein und ja, dann komme ich rein und sage dann, ich habe wieder eine richtig gute Idee und Sveti sagt dann, die Idee ist nicht von dir, die hattest du gestern, die habe ich dir gestern schon gesagt und ich, hä? Oder sie sagt, nein, das ist eine Schwachsinnsidee, das machen wir nicht. Aber manchmal haben wir auch richtig gute Ideen. Lohnt sich YouTube oder eher Arbeitsamt? Kombination aus beidem, aber das Arbeitsamt darf nicht Bescheid wissen. Arbeitsamt, Tempel des Wohlstands. Kann man in einer Folge mitspielen oder euch anderweitig unterstützen? Ja, gibt sogar Möglichkeiten tatsächlich. Also wenn ihr uns unterstützen wollt, auf unserer Homepage www.boardgamedigger.de, da findet ihr einen Reiter, Unterstützung oder irgendwie so sowas so ähnlich, müsst ihr mal gucken. Ja, ihr könnt uns über Patreon unterstützen oder über PayPal mit irgendwelchen Spenden. Ihr könnt aber auch ganz einfach unsere Amazon Referlinks benutzen. Das kostet euch keinen Cent mehr, die findet ihr auch auf der Homepage. Oder aber ganz einfach, ihr guckt unsere Videos am besten von Anfang bis zum Ende und lasst dann einen Daumen da und abonniert den Kanal und drückt die kleine Glocke an und dann werdet ihr jedes Mal mit so einem kleinen Pop-up-Nachricht auf dem Handy beglückt, wenn wir wieder ein neues Video hochgeladen haben. Wann kommt das nächste KDM? Das nächste KDM, ganz im Ernst, das nächste KDM ist noch nicht gedreht, also könnte das noch ein bisschen dauern. Da müssen wir tatsächlich mal einen Tag finden, das wird auf jeden Fall erst wahrscheinlich nächstes Jahr sein. Ich möchte nicht zu viel versprechen. Deswegen wird es auf jeden Fall weitergehen, aber es wird erst nächstes Jahr weitergehen, weil wir erstmal wieder uns hinsetzen müssen, um einen Tag dann zu drehen. Kann man euch mal besuchen kommen? Natürlich könnt ihr uns besuchen kommen, wenn wir Zeit haben. Wir sind ja immer, wir haben immer, also Svetlana beschwert sich immer, wir haben viel zu viele Termine und alles ist irgendwie immer voll. Aber natürlich könnt ihr uns besuchen kommen, schreibt uns einfach an und wenn es dann passt und ihr ein bisschen längere Wartezeit mitbringen könnt, dann kommt uns besuchen und wir spielen zusammen. Hast du Neider? Die Frage ist eigentlich nur, was habe ich mehr? Ich glaube, ich habe tatsächlich, es hält sich, glaube ich, irgendwo so ein bisschen die Waage. Wie viele Jogginghosen hast du? Oh, sag mal so, ich habe mehr Jogginghosen als Jeanshosen. Hast du schon mal Follower gekauft? Nee, ich habe noch keine Follower gekauft. Das überlasse ich lieber anderen. Wie hast du Svetlana kennengelernt? Svetlana habe ich im Internet kennengelernt, über Lovo. Das ist halt eben so der Ort, wenn man keinen Bock auf Menschen hat und keinen Bock rauszugehen und man einfach so, eine Frau kennenlernen will. Dann meldet man sich da quasi an und da sind wiederum dann Frauen angemeldet, die keine Lust haben rauszugehen, um jemanden kennenzulernen und dann treffen halt eben die seltsamsten Persönlichkeiten aufeinander. Lernst du Svetlana zur Liebe Russisch? Niet, Billard. Und das ist auch schon gewesen, weil ich Ostboys gerne gucke. Nee, tatsächlich nicht. Aber ich bin auch nicht so sprachaffin, also sorry. Ab wie vielen Jahren sind eure Videos? Ich bin erst 17, mache ich mich strafbar. Oh, Digga, wenn du unsere Videos guckst, schließ die Tür von deinem Kinderzimmer gut ab, damit das keiner mitbekommt, dass du unsere Videos guckst. Ansonsten könntest du in Teufelsküche geraten. Also Augen auf beim Digga gucken. Kommt das Digger-Event eigentlich noch? Das Digger-Event, ja, das Digger-Event, das kommt tatsächlich noch. Wir wollten es eigentlich jetzt im November mal abhalten, aber da ist ja die Victoria Patercon und dann habe ich mit dem Chris gesagt, ja, wir wollen es ja nicht ins Gehege kommen und deswegen ist es auf nächstes Jahr verschoben. Konkreten Termin gibt es noch nicht, aber wenn es dann soweit ist, dann wisst ihr wieder als erstes Bescheid. Dann gibt es wieder Schlag den Digger. Schlag den Digger, ich freue mich schon wieder sehr auf die nächste Folge. Die nächste Folge gibt es ungefähr zur gleichen Zeit wie im letzten Jahr. Das heißt, ihr müsst euch noch ein bisschen gedulden. Die Vorplanungen laufen noch nicht. Aber es wird auf jeden Fall wiederkommen. Und es wird auf jeden Fall, solange ich diesen Kanal mache, das kann ich jetzt schon sagen, jedes Jahr einen Schlag den Digger geben. Welche Videos findest du von deinen Videos am besten? Welche Videos finde ich von meinen Videos am besten? Also, weil ich mich ja gerne labern höre, finde ich eigentlich die Labervideos immer ganz gut und immer irgendwie ganz witzig. Auch wenn man sich die nachher dann anguckt, so finde ich die irgendwie immer ganz witzig. Insbesondere, wenn ich nicht alleine da sitze. Wenn ich alleine da sitze, sind die auch überhaupt gar nicht witzig. Aber wenn ich mit anderen Leuten da sitze, die mit Daniel finde ich immer witzig und die mit Svetti finde ich immer ganz witzig. Und auch unsere Essen-Loot-Videos fand ich ziemlich witzig und allgemein, ja. Aber wenn ihr mich jetzt fragt, was ist mein allerliebstes Video, was ich mir gerne angucke, dann gucke ich sehr gerne immer noch, heute noch, das Video, wie ich diese Blackfire Deluxe Chest im Garten abfackel. Irgendwie, weiß ich nicht. Werde ich sentimental bei dem Video.
Ich hatte erst überlegt, ob ich das Plastik rausmachen soll, aber... Spielst du auch Videospiele? Ich spiele sehr gerne Videospiele. Insbesondere World of Warships spiele ich sehr gerne. Spiele ich mit dem Thomas und dem Timo, den kennt ihr aus dem Essen-Loot-Video sehr gerne. Und ja, wenn ihr Bock habt, mit mir mal einen See zu stechen, dann schreibt mir einfach. Das ist free to play. Und außerdem haben wir uns jetzt schon im November unser Weihnachtsgeschenk gemacht und aktuell spiele ich Red Dead Redemption auf der PlayStation. Wir haben uns extra eine PlayStation für dieses eine Spiel gekauft. Kannst du wirklich kochen? Ich kann sehr gern und sehr gut kochen. Also eigentlich früher mal sehr gerne, mittlerweile kann ich nur noch sehr gut kochen, weil Svetlana immer sehr gut kocht und ich mir das sehr gerne gefallen lasse, wenn Svetlana dann kocht. Und ja, ich werde euch demnächst mal mein russisches Ei zeigen. In der nächsten Kochsendung quasi nebenher zeige ich euch mal mein russisches Ei. Wie wichtig ist Svetlana für den Kanal? Oh, Svetlana ist sehr, sehr wichtig für den Kanal, weil sie mittlerweile sich zu einer, ja, ich sag mal so schreibenden Kraft hinter dem Kanal entwickelt hat. Die kümmert sich halt eben um den ganzen Verwaltungsaufwand und ja, die ganzen Sachen fürs, die so aufgeschrieben werden müssen und macht sich natürlich auch Gedanken, so wie hier ich jetzt hier wieder sitzen muss und irgendwelchen Quatsch mit mir machen lassen muss. Und ist mir schon eine sehr, sehr große Hilfe, auch wenn sie sich ganz oft tausendmal bekloppter macht, als ich mich auf jeden Fall mache, weil ich mich eigentlich so gut wie nie bekloppt mache wie in dem Kanal. Kannst du mich mal grüßen? Grüß dich. Woher nimmst du deine Weisheiten? Meine Weisheiten, liebe Digger, schreibt das Leben. Wie viele Geschwister hast du? Ich habe 2 Geschwister. Ich habe einen Bruder, der ist 1 Jahr jünger als ich. Der wohnt quasi über mir. Und meine Schwester, die ist 2 Jahre jünger als ich. Die wohnt in Duisburg. Und wer es genau wissen will, ich bin 24, mein Bruder 23 und meine Schwester 22. Ist dein Bruder Single? Mein Bruder ist tatsächlich noch Single. Ihr könnt euch sehr gerne bewerben. Der sieht auch sogar noch besser aus als ich. Welche Videos machst du nicht so gerne? Am liebsten oder am wenigsten liebsten ist ja eigentlich die Frage. Die mit dem Brettspielen. Genau. Alles, was mit Brettspielen zu tun hat. Nein, tatsächlich mache ich am wenigsten liebstens die Regelerklärvideos, weil die immer am aufwendigsten sind. Da muss man alles Regeln gucken und hier und da und dann schreiben und dann ich freestyle jetzt alles raus, dann vergisst du mal hier und da eine Kleinigkeit und dann melden sich die Leute wieder. Ich bin da mal sehr dankbar dafür. Die gucken dann, ich bin ja mal so. Also ich habe ja manche Leute, die gucken meine Videos, obwohl die das Spiel schon kennen, um dann zu gucken, ob ich Fehler beim Erklären mache und das dann möglichst schnell als erster unten in den Beschreibungstext reinschreiben zu können. Da bin ich immer sehr dankbar, Leute, weil da profitieren ja letztlich dann alle von. Ne? Dass sie dann sehen können, oh, da hat der Ding einen Fehler gemacht. Gut, dass ich nochmal in die Kommentarfunktion reingeguckt habe. Wenn da kein Regelkorrektur-Video-Kommentar drunter ist, könnt ihr davon ausgehen, dass das Video tatsächlich konkret korrekt ist. Kriegst du Geld von den Verlagen? Nein. Ach, hier. Übrigens immer viel, ich hänge echt viel zu viel am Handy. Hier schon wieder. Hallo Digga, korrektes Rezept für Lauchsuppe und sorry, dass ich bei Twitter immer den Dicken mache. Herzchen HDGDL. Der Benjamin. Hat immer gute Laune. Macht immer gute Stimmung, der Benjamin. Guckt deine Mama deinen Kanal? Ja, meine Mama guckt tatsächlich meinen Kanal. Die guckt nicht alle Videos. Ich glaube, die guckt sich eher nur diese Laber-Videos an und nicht diese Regel-Erklär-Videos, weil Spiele, die eigentlich nicht sonderlich interessieren. Aber meine Mama guckt tatsächlich einige Videos von meinem Kanal. Macht deine Mama keine Top-Liste? Meine Mama macht leider keine Top-Liste. Ich habe es auch nicht gefragt, aber außer Wizard und Sky King spielt meine Mama auch überhaupt gar nichts. Spielt dafür diese beiden Spiele sehr gerne. Wenn wir im Urlaub sind, dann müsst ihr meinen Wizard, ich habe es leider jetzt nicht gerade hier, dann könnte ich mal zeigen, wie speckig das schon gespielt ist. Fährt deine Mama dich auch zur Spielemesse? Meine Mama fährt mich, oder hat mich dieses Jahr leider nicht zur Spielemesse gefahren. Vielleicht nächstes Jahr. Was ist dein Lieblingsspiel? Ja, Leute, guckt ihr meinen Kanal etwa nicht? Kingdom des Monsters ist mein Lieblingsspiel. Was sonst? Es gibt nur ein Lieblingsspiel auf der Welt, das jeder haben sollte. Kingdom des Monsters.
Wolltest du nächstes Jahr wieder für den Deutschen Spielepreis? Selbstverständlich werde ich nächstes Jahr wieder für den Deutschen Spielepreis voten. Ich bin gespannt, was sie sich da haben einfallen lassen, um das Ding wasserdicht zu machen. Ich kann auch hier nur noch mal betonen, es war nicht meine Absicht, das Ding zu crashen, auch wenn mir andere Leute das quasi irgendwie unterstellt haben und so. Aber ich muss mit meinem selbstgewählten Schicksal jetzt leben und ihr müsst auch alle dann damit leben. Und nächstes Jahr werde ich natürlich auch dann wieder abstimmen. Hast du auch mal schlechte Tage? Ja, ich habe ganz oft schlechte Tage. Immer wenn Svetlana einen schlechten Tag hat, dann habe ich automatisch auch immer gezwungenermaßen einen schlechten Tag. Und bei mir ist das auch so. Wenn du einen schlechten Tag hast, habe ich auch mal einen schlechten Tag. Und dann ist es auf jeden Fall auch immer ganz schlecht mit YouTube. Und allgemein ist dann irgendwie ziemlich essig und mieses Wetter. Aber ja, am nächsten Tag ist dann meistens wieder eitler Sonnenschein. Und dann klappt es auch mit dem YouTube tatsächlich wieder. Und dann wird es vielleicht auch irgendwann mal was mit diesem neuen Kanal-Intro. Ist der Kanal Arbeit? Leute, der Kanal ist eine Schweinearbeit. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Es ist eine Schweinearbeit und auch am Handy. Man hängt immer die ganze Zeit am Handy und schreibt mit Leuten. Und es ist eine Schweinearbeit und es kostet eine Schweinezeit. Es macht aber auch Schweine viel Spaß und ja, Schweinearbeit. Weißt du, wenn du gefragt wirst, ob du in die Spiele des Jahres Jury möchtest? Dann fühle ich mich natürlich sehr, sehr, sehr geehrt. Aber ich glaube nicht, dass ich, sollte mir das mal jemand anbieten, dass ich das annehmen würde. Nee, das wäre mir nochmal zu viel Arbeitsaufwand. Willst du Svetlana irgendwann mal heiraten? Ich brauche mehr Bier. Mehr Mobs oder mehr Mensch? Immer mehr Mobs, Leute, immer mehr Mobs. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr habt Bock, mir noch mehr verschärfte Fragen zu stellen, dann immer frei heraus damit, bolzt es unten in die Kommentare rein, stellt mir die Fragen und ich werde euch die dann eventuell dann nochmal beantworten. In dem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten und ich mache mich nochmal ganz kurz den Brettspiel-Roboter. Bis dann, Leute, ciao.